herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Mind Control, Bewusstseinskontrolle ist das Thema der heutigen Sendung und mein Telefongast ist Franz Bludon. Gespräch heute live beteiligen möchte, kann das gerne tun. Erreichbar ist der Chat, mit dem man sich hier beteiligen kann über die Website von CropFM, cropfm.mur.at, cropfm.mur.at. Das Cropcom-Button blinkt schon und ich freue mich über Anregungen und Kommentare. Und bin da jetzt nämlich etwas abgelenkt, weil offenbar der Stream heute nicht so ganz hinhaut. Helsinki-Mur.at ist noch online, aber leider die, die jetzt im Moment den Stream nicht hören können, können auch das nicht hören. Wenn man direkt auf Helsinki-Mur.at geht und dann auf die Stream-Seite, dann kann man die Sendung auch online hören. Newsletter. Beziehen kann man dann ebenfalls von der Startseite von CropFM aus, cropfm.mur.at. Man kann mir sehr gerne mailen, einfach vom Link von der Startseite aus gleich unter dem Header oder einfach an cropfm@mur.at. Zu dieser Sendung gibt es einen Podcast, wo man diese Sendung dann nachhören kann, falls man sie jetzt nicht live mithören kann per Stream. Terrestrisch wird es wohl noch funktionieren, hoffentlich. Und es gibt ein Forum, ein Hörerinnenforum, in dem natürlich auch heute wieder sehr interessante Postings zu dem heutigen Thema existieren schon und auch schon zur letzten Sendung zu dem Thema über MK Ultra. Und in den vergangenen zwei Wochen sehr heftige Diskussionen abgingen. Ja, ganz am Anfang eine traurige Nachricht. Wolfgang Wiedergut ist verstorben. Der einzige Kommentar, den ich auf der Website finden konnte, war: Wir trauen um Wolfgang Wiedergut, der unsere Welt am 30.09.2008 verlassen hat. Und danke an dieser Stelle an Anselm, der mich auf das hingewiesen hat. Wolfgang Wiedergut forschte viele Jahre im Bereich der freien Energie. Sein Physikstudium hatte er abgebrochen, da die Themen und Ansätze, die ihn interessierten, von der traditionellen Physik leider ignoriert werden. In seiner Arbeit verbindet er Forschung auf dem Gebiet der alternativen Physik mit spirituellen und philosophischen Einsichten. Er war bei drei Sendungen zu Gast. Die Themen waren Kornkreise und freie Energie und sie sind im Archiv nachzuhören. Auf Obskuristan tut sich ständig was. Einer der aktuellsten Artikel ist UFO Contactee George Hunt Williamson. Und zwar ist das der dritte Teil in dieser Serie über Entführungsopfer, über Berühmtheiten unter diesen. Auch wir, das Autorenteam Fosa Bludorf, finden sich schon einige Artikel auf Obskuristan. Und es wird wahrscheinlich auch zur heutigen Sendung wieder mal einen geben, nehme ich an. Und sehr interessant ist auch der Artikel über das Spiritcom. Eine Anlage, mit der man offenbar oder angeblich mit dem Jenseits telefonieren kann.
Krise geht in den zweiten Akt, der heißt Kreditkartenschulden. Das Ausfallsrisiko bei Kreditkartenschulden im Falle einer wirtschaftlichen Abschwächung in den USA ist enorm. Denn der US-Bürger kauft bekanntlich auf Kredit mit Hilfe von Kreditkarten. Und wenn eine nicht mehr funktioniert, dann wird die nächste beantragt. Auf diese Weise kommen manche Konsumenten auf bis zu 30 Karten, die alle bis zum Anschlag mit Schulden angefüllt sind. Sehr interessant in dem Zusammenhang auch eine Aussage von Herrn Rubini. Das Schlimmste kommt noch. Der Wirtschaftsexperte, der bereits letztes Jahr von sich reden machte, indem er die Finanzkrise präzise vorhersagte, geht jetzt noch einen Schritt weiter und prognostiziert, dass die Börsen und Finanzmärkte weltweit für 1 bis 2 Wochen geschlossen werden könnten. Colin Powell warnt vor einer kommenden Krise, über die wir im Moment nicht einmal Bescheid wissen. Na wunderbar, kryptisch wie immer. Vielleicht geht es da um die 2,3 Trillionen Dollar, die Rumsfeld schon vor 7 Jahren verloren hat. Oder es ist noch viel mehr im Busch. Dass wir das Ganze noch nicht überstanden haben, das glaubt eh keiner. Knittelfelder fordern Öffnung geheimer UFO-Akten. 2 Knittelfelder hoffen, dass nach England weitere Länder geheime UFO-Akten freigeben. Ihre Sichtungen beschäftigen Wissenschaftler. Crop-FM-Hörer wissen natürlich, dass es sich dabei nur um Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb handeln kann. Ilobrand von Ludwiger, der im Rahmen seiner Arbeit für MOVE und CS auch mit den beiden natürlich auch zusammengearbeitet hat, ist in der kommenden Sendung zu Gast und bin da sehr gespannt, ob es in dieser Sache schon neue Erkenntnisse gibt, beziehungsweise gefestigte Erkenntnisse, die MOVE und CES gewonnen hat. Ja, am 14. Oktober sollten die UFOs kommen, beziehungsweise die Galaktische Föderation, wie auch immer, aber es ist halt wieder mal nicht passiert und es war auch nicht die erste Vorhersage dieser Art. Blossom Goodchild, die Verbreiterin der Channel-Nachricht, wurde zum schwarzen Schaf der Herde, aber ich denke mal, ob und wann die unter Anführungszeichen mit uns Kontakt aufnehmen, ist wahrscheinlich wohl allein deren Entscheidung. Und offenbar wollen sie nicht, denn sonst wäre es schon längst passiert. Und so bleibt immer nur ein kurzes Aufblitzen am Firmament von etwas, das wir einfach noch nicht verstehen. Und dass sich offenbar an dieser Grenze zwischen dies und jenseits, wenn man so will, sehr wohl fühlt. Schade an dieser Geschichte jetzt mit dem 14. Oktober und Blossom Goodchild finde ich, dass die Frau ist leider nicht versucht, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, woher diese Nachricht jetzt wirklich kam und so weiter, denn in diesem Fall könnten die Ursachen durchaus vielleicht mit der heutigen Sendung verwandt sein, vielleicht auch nicht. Ja, ein Thema, das natürlich in den letzten 2 Wochen auch beherrschend war das Ableben von Jörg Haider. Ja, ein durchaus ungewöhnlicher Unfall, aber ist ja die Frage, ob es wirklich gewöhnliche gibt. Das Timing war sicher interessant. Viele spekulieren jetzt natürlich, dass es mit Haiders Aussagen zur Finanzkrise zu tun hat, die er bei der sogenannten Elefantenrunde kurz vor der Wahl gemacht hat. Seine Partei hat ja einen raketenhaften Aufstieg erlebt. Von Gerhard Wisniewski gibt es einen Artikel, in dem er doch einige sehr interessante Beobachtungen macht. Er heißt auch Beobachtungen am Unfallort von Jörg H. Naja, und in Österreich zeigen sich indes Tendenzen, diesen doch sehr umstrittenen rechtspopulistischen Politiker posthum zum Helden hochzustilisieren. Ja, Forschern ist es auch gelungen, Angst aus einem Mäusehirn zu löschen. US-Forscher können unangenehme Erinnerungen aus dem Gedächtnis von Versuchstieren löschen und wecken die Hoffnung, dass Ähnliches auch bei Menschen möglich sein könnte oder werden könnte. Naja, Hoffnung, also wenn die Technik wirklich funktioniert, dann kann man wohl auch angenehme Erinnerungen
damit löschen und das wäre dann wohl weniger gut. Ja, als erstes mal danke an Matthias, der wieder mal ein hervorragendes Coverbild gestaltet hat und das Ganze wirklich sehr gut getroffen hat, muss ich sagen. Kami schreibt im Chat, dass der Pegel heute zu hoch ist und ich Angewicht zerre. Andere schreiben wieder, es ist alles klar zu hören. Also ich hoffe, es ist okay. Laut Pegelanzeige hier am Pult soll es okay sein. Naja. Mind Control. Über MK Ultra weiß man ja mittlerweile relativ viel, oder man glaubt Bescheid zu wissen, Jahrzehnte nachdem es eigentlich passiert ist. Da gibt es auch eine recht interessante Sendung. Aber was nun, wenn man nicht nur mit Drogen Versuche an Unfreiwilligen durchführt, sondern auch anderweitig, Frequenzdrogen, was auch immer. Mind Control Technologien im freien Feldversuch, also erprobt. Völlig unmöglich, naja. Wer hätte denn in den 50ern geglaubt, dass man an Unfreiwilligen mit Halluzinogenen forscht? Non-Lethal Weapons werden ja schon eingesetzt, wenn auch nicht gerade im Blickfeld der Öffentlichkeit, aber im Irak zum Beispiel. Dominic Fejevari ist ein Herr, der mich da angemeldet hat und der sich bereit erklärt hat, über diese seine sehr persönlichen Erfahrungen mit dem Ganzen auch zu sprechen. Werde wahrscheinlich heute noch ein Interview spielen. Es gibt ein Interview auch online mit ihm in voller Länge dann auch, sowie mit Karl-Heinz Croissant. Und ja, ein sehr schwieriges Thema. Ich tue mir immer sehr schwer, bei vor allem Mind Control. Ein Thema, das auf keinen Fall was für schwache Nerven ist, würde ich sagen. Man kann sich da schon auch in Dinge reinsteigern, aber das offenbar doch eine gewisse Realität hat und daher denke ich, ist recht wichtig, darüber zu sprechen. Und mein Gast, Franz Bludorf, ist, würde ich mal sagen, eine Kapazität auf diesem Gebiet. Und ich werde ihn jetzt anrufen, ihn in die Leitung holen und dann geht's hier gleich weiter mit Franz Bludorf und Mind Control. Gast Franz Bludorf studierte Mathematik und Physik und nach längerer Tätigkeit im Wissenschafts- und Forschungsbereich sowie der zusätzliche Ausbildung als Heilpraktiker und Hypnosetherapeut. Zusammen mit Krasina Foser sind sie Autoren der Bestseller Vernetzte Intelligenz, Zaubergesang, ein sehr interessantes Buch auch im Zusammenhang mit der heutigen Sendung, und Fehler in der Matrix. Schwerpunkte ihrer Forschung soweit sind die Postquantenphysik des Bewusstseins, Geomantie sowie Umweltbelastung durch elektromagnetische Frequenzen. Seit 1989 sind sie Herausgeber des Magazins Kontext. Sie sind Autoren mehrerer Bücher zu populärwissenschaftlichen und grenzwissenschaftlichen Themen. Krasina Foser und Franz Bludorf sind weiters durch zahlreiche Fernseh- und Rundfunkauftritte bekannt und publizieren regelmäßig Artikel in unterschiedlichen Zeitschriften. Franz Bludorf ist außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Matrix 3000 und heute bei mir am Telefon zu Gast. Hallo, Herr Bludorf. Hallo. Freut mich, dass wir heute über dieses
sehr schwierige Thema sprechen und auch irgendwo sehr beängstigende. Ja, ich habe Sie ja schon kurz vorgestellt. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Thema Elektrosmog und in weiterer Folge dann auch mit Mind Control. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man denn eigentlich feststellen, dass man Opfer von Mind Control ist, beziehungsweise dass da eine Beeinflussung stattfindet? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Wenn man es jetzt als Wissenschaftler angeht, die ganze Sache, dann muss man ganz einfach konstatieren, dass die technische Möglichkeit, das Bewusstsein eines Menschen oder seine Gedanken zu beeinflussen durch elektromagnetische Frequenzen gegeben ist. Das ist klar. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Gehirn des Menschen ja elektrische Frequenzen produziert. Das weiß jeder, der mal beim Neurologen ein EEG hat machen lassen, ein Elektroenzephalogramm. Da kann man ja feststellen, dass das Gehirn, während wir denken, während das Gehirn arbeitet, bestimmte elektromagnetische Frequenzen selbst produziert und auch die auch messbar sind an der Oberfläche des Körpers, des Kopfes speziell. Und dann weiß man schon seit vielen Jahrzehnten, dass durch entsprechende Einstrahlung ähnlicher Frequenzen eben auch die Funktion des Gehirns beeinflusst oder stimuliert werden kann. Das ist sowohl im Tierversuch nachgewiesen worden als auch eben beim Menschen. Man weiß schon seit den Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wenn die Soldaten da mit den ersten Radargeräten gearbeitet haben, dass die dann teilweise im Kopf während des Betriebs dieser Radargeräte ein klickendes Geräusch gehört haben. Man hat das erstmal nicht so ernst genommen. Es hat jetzt aber in den vergangenen Jahrzehnten bei der Bundeswehr auch sogar Fälle gegeben, wo eben Soldaten, die über längere Zeit an solchen Geräten eingesetzt wurden, dann krebskrank wurden und so weiter. Da gab es dann auch Prozesse um Schadensersatz oder Wiedergutmachungszahlungen. Aber es ist halt so, dass es nicht immer sofort feststellbar ist, sondern erst nach längerer Zeit. Und dann ist es natürlich furchtbar schwer, so etwas nachzuweisen. Das Interessante an dem Ganzen ist ja immer wieder, dass also diese Erkenntnisse, dass man das Bewusstsein durch ganz bestimmte Frequenzen, da geht es also gar nicht so sehr um die Amplitude, sondern vor allem um die Frequenz beeinflussen kann, ist offenbar tatsächlich schon sehr alt, aber dennoch mutet es den meisten an wie Science Fiction. Es ist sicherlich sehr alt, dass man es weiß, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis die Technik so zur Verfügung stand, dass man es auch einsetzen konnte. Die Frequenzen, auf denen das Gehirn arbeitet, sind sehr klein. Das sind sogenannte ELF-Frequenzen, also extrem niedrige Frequenzen, extremely low frequencies heißt das, die Abkürzung genau. Die befinden sich dann in der Größenordnung unterhalb von 100 Hertz. Also das sind Wellen, die eine Wellenlänge von Tausenden von Kilometern haben. Und damit gar nicht es ermöglichen, einen Menschen jetzt gezielt anzupeilen oder so etwas. Die verbreiten sich ganz einfach in der Umgebung. Man weiß inzwischen allerdings, dass das Gehirn auch dann reagiert, wenn diese Frequenzen nur huckepack von einer besser geeigneten Trägerfrequenz mitgebracht werden, zum Beispiel bei einer Mikrowellenfrequenz, wie sie jetzt zum Beispiel bei den Handys eingesetzt werden. Da gibt es dann halt den Effekt, dass über die Zellen des Körpers, über die Erbsubstanz, über die DNA bestimmte Frequenzen aufgenommen werden als Resonanzeffekt und dann quasi über das Unterbewusstsein des Menschen sozusagen die aufgeprägte Information ins Gehirn steigen kann, ins Bewusstsein steigen kann. Das sind aber relativ neue Erkenntnisse, die erst in den letzten 20 Jahren etwa gemacht worden sind. Seit wann beschäftigen Sie sich eigentlich mit diesem Thema? Mit dem Thema Elektrosmog sich zu beschäftigen, wenn man in einer Stadt wie Berlin wohnt, wo ich herkomme, ist sicherlich zwingend, weil man allenthalben von Elektrosmog umgeben ist. Man braucht nur ein Kaufhaus zu betreten und man ist von ihm umgeben und umströmt. Das ist eine Art von Smog, die noch gemeiner ist als der übliche Smog, den man so aus dem Umweltschutz her kennt. Also die Abgase von den Autos oder von den Fabriken. Den riecht man wenigstens noch, den Elektrosmog kann man weder sehen, noch hören, noch fühlen. Man kann nur merken, wenn man empfänglich dafür ist, dass man sich an einem Ort, wo zu viel Elektronik oder zu viel Felder produziert werden, ganz einfach unwohl fühlt. Und viele Menschen brauchen da halt erstmal eine ganze Weile, um das da zuordnen zu können.
Das ist sicherlich auch durch meine Beschäftigung mit Naturheilkunde und so weiter gekommen, vor allen Dingen auch eben über die Physik, mit der man sich beschäftigt, dass man eben weiß, dass ja die Frequenzen, die hier uns so umgeben, eben uns nicht unbeeinflusst lassen, jedenfalls nicht alle. Es gibt eine ganze Menge, die auf die wir nicht empfänglich sind, die ganzen Rundfunksender und was weiß ich, was hier so ausgestrahlt wird, da reagiert der Mensch normalerweise nicht drauf. Aber eben diese Längstwellenfrequenzen und auch gewisse Mikrowellenfrequenzen sind Frequenzen, auf die ein Mensch reagieren kann. Ja, wie lange beschäftigen wir uns damit? Sicherlich schon seit fast 20 Jahren. Also jetzt nicht so total involviert in die Sache, aber immer wieder nehmen wir die Effekte, die aufgetreten sind, die Berichte von uns beobachtet haben in unserer Tätigkeit als Journalisten und Fachbuchautoren. Und da eben dann auch unsere eigenen wissenschaftlichen Schlussfolgerungen daraus gezogen haben. Und seit wann beschäftigen Sie sich jetzt wirklich konkret mit dem Thema Mind Control? Also seit wann, wie sind Sie da darauf gestoßen, dass zum einen das überhaupt möglich ist? Denn diese Forschungen werden, das wollte ich ja vorher sagen, kaum publiziert. Also da gibt es sehr viele Dinge, die man weiß, aber die absolut nicht im öffentlichen Raum zugänglich sind, diese Informationen. Ich denke mal, das müsste so ungefähr seit etwa 10 Jahren sein, wo diese Fälle doch mehr und mehr bekannt wurden. Wenn man jetzt journalistisch recherchiert und auch angesprochen wird von Menschen, die jetzt meinetwegen unsere Bücher gelesen hatten, dass man da mehr und mehr mit solchen Fällen konfrontiert wurde, erstmal natürlich auch gucken musste, was ist da dran. Was kann da dran sein? Es kann sehr viel dran sein. Das Problem ist eben immer wieder, es in jedem Fall individuell festzustellen, ob es etwas dran ist, weil ganz einfach die Effekte, die dabei auftreten, eben auch bei anderen Krankheiten auftreten können, die jetzt ganz einfach für einen normalen Mediziner zu behandeln wären. Ja, das ist auch das Problem, wie wir dann auch in einem kurzen Ausschnitt mit Dominik Fejavari hören werden. Und gab es da irgend so ein einschneidendes Erlebnis, das Sie dann wirklich... Sicher nicht. Also das ist eher eine beobachtende Position, die ich da einnehme. Ich bin jetzt nicht selber von solchen Sachen betroffen, sondern gehe ganz einfach als Journalist, als Wissenschaftler dieser Sache nach. Ja, also das habe ich auch jetzt nicht gemeint, dass Sie selbst ein betroffen... Ein Erlebnis wüsste ich jetzt nicht zu dass nennen. Sie, ja, aber gab es Ihnen einen einschlägigen Fall, mit dem Sie konfrontiert waren, wo Sie sich dann gesagt haben, okay, also irgendwie muss da was dran sein. Gab es da irgendwas so ein Aha-Erlebnis? Nein, ich denke nicht. Wir haben uns halt schon sehr lange mit den Phänomenen auch des Schlafes und der veränderten Bewusstseinszustände beschäftigt. Mit Meditation, mit Träumen haben wir darüber auch Bücher publiziert. Und da kommt man immer wieder auf Frequenzen zu sprechen. Und man merkt dann doch, wenn man sich zum Beispiel mit bestimmten technischen Geräten beschäftigt, die jetzt ja auch zur Einleitung meditativer Zustände genutzt werden können, Biofeedback-Geräte und so weiter, es wird ja immer wieder mit Frequenzen, mit elektromagnetischen Impulsen gearbeitet, auch im guten Sinne ja durchaus. Und dann sagt man sich immer, dass jedes Messer, mit dem ich Brot schneiden kann, kann ich auch zum Morden benutzen. Und genauso ist halt auch solch eine Technik, die jetzt erlaubt sicherlich Menschen auch zu helfen, bestimmte Bewusstseinszustände einzuleiten, dass die dann auch natürlich benutzt werden können, eventuell ohne, dass der Mensch es weiß, um ihn zu beeinflussen. Und bei Last Key schreibt da im Chat, also wir haben da Hörer, die da mitchatten und uns Fragen stellen können auch. Ja klar, aber wie sehr beeinflusst dein Gehirn dein Bewusstsein? Also ich reiße es da mitten aus der Kommunikation da raus. Das heißt, okay, diese Frequenzen können die Hirntätigkeit beeinflussen, aber die Frage, die wir jetzt wahrscheinlich nicht klären können, ist, wie jetzt das wiederum das Bewusstsein beeinflusst. Aber ich glaube, man kann einfach nur empirisch sozusagen feststellen, dass eine Beeinflussung stattfindet, weil tatsächlich die Befindlichkeit von Menschen sich verändert oder eben Geräusche wahrgenommen werden etc.
Also es sieht so aus, man kann verschiedene Sachen beeinflussen mit Frequenzen. Man kann natürlich einmal den Bewusstseinszustand selbst beeinflussen. Da gibt es ja, wie gesagt, die bestimmten Gehirnwellenspektren von den Beta-Wellen, die jetzt im normalen Wachzustand vorliegen, die so etwa bei 13 Hertz bis 40 Hertz liegen, die höheren Gehirnfrequenzen, die also im EEG sichtbar sind, wenn wir wach sind und jetzt im normalen Tageserleben sind, dann liegen da drunter zwischen 8 und 12 Hertz die Alpha-Wellen. Die sind jetzt also bei einem entspannten meditativen Zustand aktiv, zwischen 3 und 7 Hertz darunter die Theta-Wellen, die im Traumzustand oder in der Hypnose normalerweise aktiv werden, und dann 1 bis 3 Hertz, das sind die Tiefschlaffrequenzen, Delta-Wellen nennt man sie, die also wirklich Zuständen der fast Bewusstlosigkeit auftreten. Wenn ich jetzt, das weiß man schon seit langem, wenn ich jetzt einen Menschen mit solchen bestimmten Frequenzen beschalle sozusagen, beispielsweise 8 Hertz Frequenzen, Alpha-Wellen, dann neigt das Gehirn dazu, diese Dinge zu übernehmen, diese Frequenz zu übernehmen selbst, das kann man nachweisen im Labor, und dann verändert der Mensch seinen Bewusstseinszustand, er tritt also in einen Entspannungszustand ein, wobei dieser Alpha-Zustand zum Beispiel auch dadurch gekennzeichnet ist, dass der Mensch sich nicht nur sehr wohl fühlt und entspannt ist, sondern auch dann sehr viel empfänglicher für Suggestionen und so weiter ist. Das heißt, seine Kritikfähigkeit herabgesetzt wird. Das heißt, man kann also diese verschiedenen Frequenzbereiche, in denen das Gehirn operiert, verschiedenen emotionalen und auch also intellektuellen Zuständen zuordnen. Richtig. Und die Stimulation mit einer ganz bestimmten Frequenz. Und das Lustige ist jetzt, was ich aus Ihren Büchern jetzt da herausgelesen habe, das kann akustisch passieren, das kann elektromagnetisch passieren. Es muss nur quasi der Reiz und dieser Rhythmus übertragen werden. Und wenn das dann passiert, übernimmt das Gehirn die Frequenz, wie Sie sagen, und man erfährt dann tatsächlich diesen Bewusstseinszustand. Richtig, es ist aber jetzt noch mehr. Es kann eben auch unsere Wahrnehmung dadurch verändert werden. Das hat unter anderem ein Neurophysiologe in Kanada festgestellt, das ist der Dr. Michael Persinger. Der hat so einen Helm, ähnlich eines EEG-Gerätes, konstruiert, wo er jetzt aber eben nicht die normalerweise bei Menschen vorhandenen Frequenzen abgreift und misst, sondern einstrahlt, indem bestimmte Elektroden an bestimmte Stellen des Kopfes gesetzt werden, und dann hat er da bestimmte Alpha-Frequenzen, die auch entsprechend moduliert waren, draufgesetzt, und dann hat sich festgestellt, dass die Leute tatsächlich visuelle Halluzinationen davon bekommen haben. Man konnte das regelrecht steuern, was sie da sehen konnten, ne? Und ähnlich ist es mit dem Hören. Es gibt, wenn man mal in den Patentämtern ein bisschen recherchiert, speziell in den USA, gibt es eine ganze Reihe von Patenten, mit denen für Geräte, mit denen man beispielsweise akustische Wahrnehmungen im Kopf eines Menschen erzeugen kann, ohne dass er direkt wirklich etwas hören muss übers Ohr. Wir hören ja im Grunde nicht mit dem Ohr, wir hören ja mit dem Gehirn. Wenn es also eine Schallwelle, eine Sprachinformation oder Musik ins Ohr eindringt, dann wird das Trommelfell in Schwingung versetzt, und das wiederum wird dann von den Nerven umgesetzt in elektrische Impulse, die ans Gehirn weitergeleitet werden, ans Hörzentrum im Gehirn, im Großhirn. Und erst dort entsteht im Grunde der bewusste Höreindruck, und man hat festgestellt, dass man jetzt, wenn man die entsprechenden Frequenzen direkt in diese Hirnregion einstrahlt, dieser Höreindruck auch entstehen kann, ohne dass überhaupt eine Schallquelle da sein muss im Äußeren. Das heißt, dieser Mensch hört dann etwas, was andere Leute, die um ihn herum stehen, nicht hören. Das ist genau das, was bei solchen Opfern von solchen Elektrosmog oder auch Mind-Control-Opfern auftritt, was die Sache so schwer macht. Ein Mensch steht da und sagt, ich höre jetzt, dass da irgendwas geschieht, und die anderen stehen rum, sagen, na, ich höre aber nichts. Ist nicht falsch, es ist technisch möglich, es gibt da ganze Geräte, die schon entwickelt worden sind, womit man sogar Menschen, die hörgeschädigt sind, wieder das Hören ermöglichen kann. Das Neurophon, glaube ich. Das Neurophon zum Beispiel, ich wollte gerade auf Patrick Flanagan zu sprechen kommen, genau, ein Erfinder aus Amerika, der in den 60er Jahren schon, da war er glaube ich 14 Jahre alt, hat er das erfunden und hat das zum Patent angemeldet. Ich glaube, es hat 30 Jahre gedauert, bis das Patent veröffentlicht werden durfte, weil bis dahin das Militär diese Sache unter Verschluss gehalten hat, weil das einfach zu sehr verteidigungsrelevant war. Das ist zum Beispiel so ein Gerät, mit dem man so etwas machen kann. Inwiefern war das verteidigungsrelevant?
ja, psychologische Kriegsführung vor allen Dingen. Ne? Okay. Ich meine, sehr interessant, dass Sie jetzt das ansprechen, also dieses induzierte Hören, sage ich mal. Eines der beiden Interviews, die sobald die Sendung im Archiv ist, dazu verlinkt sind, mit Karl-Heinz Croissant. Ich weiß nicht, ob Sie Zeit gefunden haben, sich das anzuhören. Also er beschreibt da genau das, also er hört Stimmen, er hört eine Roboterstimme und das richtig, ist unglaublich. Das große Problem, wenn jetzt so jemand, sagen wir mal, zu einem Arzt geht und sagt, ich höre da Stimmen, dass der Arzt erstmal gar keine Chance hat, damit etwas anzufangen, weil es eben in der Medizin schon seit den Zeiten von Sigmund Freud das Krankheitsbild der Schizophrenie bekannt ist, bei dem Menschen eben Stimmen hören, wobei man jetzt auch nicht hundertprozentig sagen kann, ist es jetzt nur so, dass man gedacht hat, das wäre ein Krankheitsbild, weil man damals noch nicht diese Zusammenhänge kannte, oder gibt es wirklich dieses Krankheitsbild und es ist einfach nur so ähnlich zu diesen elektromagnetischen Effekten, dass man es nicht differenzieren kann. Auf jeden Fall ist es ja durchaus möglich, dass viele Leute diese Diagnose erhalten haben, die in Wirklichkeit auch nur auf solche Frequenzen reagieren. Das kann man einfach nicht sagen, das kann ein Arzt auch gar nicht feststellen. Sondern das kann eben nur dann festgestellt werden, wenn jemand jetzt vor Ort, dort wo dieser Mensch ist, Messungen anstellt, ob sich, während er diese Wahrnehmung hat, irgendeine Frequenz feststellen lässt, die eigentlich nicht da sein sollte. Ja, unglaublich. Ich meine, das sieht man wieder mal. Also dieses Gerät könnte taube Menschen hörend machen. Es wird aber nicht auf den Markt gebracht, weil es Verteidigung. Inzwischen gibt es, ja. Bitte, inzwischen gibt es, okay. Ja. Inzwischen gibt es. Es hat, wie gesagt, glaube ich, 20 oder 30 Jahre gedauert, bis das freigegeben wurde. Okay. Es gibt auch andere Entwicklungen jetzt schon. Es gibt mehrere, mir sind mehrere US-Patente bekannt, die zu solchen Zwecken dienen können. Ja, ich meine, es ist tatsächlich so, dass es auch rein psychologische Effekte beobachtet wurden, wo also Menschen offenbar, ich meine, das kann man ja nie ganz ausschließen, ne? Das ist ja das Lustige, außer vielleicht, wenn es vor 200 Jahren passiert ist oder so, aber also es gibt immer wieder Menschen, die so diese Stimmen hören, dann zu einem Psychologen gehen und in der Medizin, in der Psychologie gibt es ja auch keine Erklärung dafür. Richtig. Also, und daher ist es nur zu verständlich, dass also Menschen, die jetzt tatsächlich dieser Folter ausgesetzt sind, dass die dann vermuten, dass es sich dabei eben um derartige Technologien handeln könnte. Also das ist ja noch da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, wem nützt es, wenn man Herrn X oder Frau Y so etwas antut? Das heißt, hat sich da jemand unbeliebt gemacht, dass man ihn damit disziplinieren will, oder ist er eine Versuchsperson oder sowas? Das sind natürlich Sachen, die alle schwer vorstellbar sind, weil es natürlich darüber keine offiziell bekannten Verlautbarungen gibt. Wie gesagt, ich als Wissenschaftler kann jetzt auch nicht sagen, dass irgendjemand so etwas macht, weil ich es gar nicht weiß. Es wird das, wenn es jemand macht, wird er es nicht öffentlich sagen, sondern ich kann nur sagen, dass es technisch möglich ist und dass, wenn es gemacht wird, es dann auch messbar sein muss. Ja, aber man könnte sich natürlich auch fragen, wem nützt es in den 50ern und 60ern, dass man Leute ohne ihr Wissen auf den Trip schickte? Ne? Ja, sicher, das war diese MK-Ultra-Experimente mit LSD und auch mit Natriumpentatol. Das waren natürlich auch Versuche der Geheimdienste und des Militärs, damals sogenannte Wahrheitsdrogen zu entwickeln, wo sie dann eben bei verschärften Verhörmethoden, wie man sie jetzt auch aus Guantanamo oder sowas kennt, versuchen wollte, die Leute dazu zu zwingen, etwas in einem veränderten Bewusstseinszustand etwas zu sagen, was sie normalerweise nicht sagen würden. Ne? Da hatte das schon einen gewissen Zweck. Das war natürlich jeglicher Menschenrechtskonvention widersprechend, was die da gemacht haben. Und da hat sich ja dann auch der Bill Clinton dann irgendwie im Nachhinein für entschuldigt. Gemacht wurde es trotzdem. Er konnte sich dafür entschuldigen, weil sie das eben, diese Technologie wahrscheinlich heute nicht mehr einsetzen. Ne? Ja, es gibt ja offenbar anderes. Was Besseres gibt. Das haben wir schon mittendrin. Also, welche Arten von solchen welche Arten von Mind Control oder Beeinflussungen existieren da oder glaubt man, dass existieren? Und wie schauen da die technischen Grundlagen aus? Aber was gibt es da für verschiedene Symptome, nennen wir es mal so? Es gibt da natürlich verschiedene Abstufungen. Ne? Es gibt die Abstufung, dass Leute, die jetzt einfach nur
wie solche Pfeif- oder Piepgeräusche hören, wie so ein Tinnitus, was man auch natürlich dann erstmal differenzialdiagnostisch abklären muss. Es gibt ja natürlich auch einen medizinischen Tinnitus, der durch Durchblutungsstörungen, Hörstürze oder sowas ausgelöst werden. Das kann man natürlich dann durch Angiografien und so weiter feststellen, ob da so etwas vorlag. Es gibt ganz einfach Leute, die sehr, sehr elektrosensibel sind und dann ganz einfach elektrische Übertragung, elektronische Übertragung mithören können. Ich hatte vorhin schon das Beispiel mit den Radargeräten angesprochen. Es gibt natürlich dann Leute, die jetzt nicht unbedingt Stimmen hören, die aber irgendwie sich trotzdem beeinflusst fühlen durch solche Dinge, weil das sich immer zu bestimmten Zeiten irgendwie einzuschalten scheint oder so etwas. Das ist sehr, sehr schwer abzuklären. Es gab ja auch Experimente mit sogenannten Implantaten. Das liegt auch schon so etwa 20 Jahre zurück, würde ich mal so sagen, dass Leuten, ohne dass sie nun unbedingt davon wussten, so kleine Chips ins Gehirn eingesetzt wurden und die dadurch irgendwie angesteuert wurden. Das sind Techniken, die man heute wahrscheinlich auch nicht mehr benutzt, weil sie da auch schon wieder bessere Methoden sicherlich entwickelt haben. Die Implantate haben ja den Nachteil, wenn ich es mal in Anführungszeichen sagen darf, man muss diesen Menschen erstmal haben, um ihm das einzusetzen. Ne? Man kann jetzt also nicht eine x-beliebige Person damit ansteuern, bevor man ihr das nicht irgendwie eingesetzt hat. Das ist ja immer erstmal eine gewisse Schwierigkeit. Heutzutage weiß man eben durch die Erkenntnisse der modernen Genetik, dass unsere DNA, also unsere Erbsubstanz in jeder einzelnen Zelle eine Resonanzfrequenz hat, über die man direkt auch Zugriff zum Menschen haben kann. Und da soll es angeblich, so heißt es, Technologien geben, dass man eben auch ohne solche Implantattechniken Menschen ansteuern kann. Das ist eine Technologie aus Russland, soll sich Miranda nennen, wo dann quasi über so einen Resonanzabgleich ein Mensch sozusagen mit Frequenzen angesteuert wird und dann quasi so lange korrigiert wird, bis die Resonanz hergestellt ist, dann weiß man, wie man ihn erreichen kann. Ne? Inwieweit das jetzt alles so schon technisch im Einsatz ist, kann man natürlich schlecht sagen, weil darüber natürlich keine offiziellen Erkenntnisse existieren. Ich weiß aber, dass es in Russland einen Wissenschaftler gab, den Professor Smirnov, der ist vor ein paar Jahren verstorben, aber sein Institut arbeitet jetzt mit seinen Nachfolgern weiter. Der hat also solche Verfahren entwickelt, wie man also auch wirklich Menschenhöreindrücke im Gehirn herstellen kann. Und der ist ja tatsächlich mal bei diesem Sektendrama in Texas damals, als sich da diese Sekte da und mit ihrem Sektenführer auf solcher Farm verschanzt hat und das FBI irgendwie die Leute da vom Massenselbstmord retten wollte, hatten sie den wohl angesprochen und er hatte ihnen angeboten, er könnte in den Kopf des Sektenführers mit seiner Technologie die Stimme Gottes projizieren, die ihn auffordern sollte, aufzugeben. Man wollte sogar sinnigerweise noch Charlton Heston als Sprecher engagieren dafür, damit es auch echt klingt. Und das kam dann aber irgendwie nicht zustande, wahrscheinlich weil irgendwie das FBI dann da diese Technologie nicht genau genug begriffen hatte. Es ist ja dann sehr blutig ausgegangen, dieses Drama, aber der Smirnov hat also behauptet, er wäre dazu ohne weiteres in der Lage gewesen. Das heißt, Charlton Heston hat hätte dann sozusagen wie in einem alten Bibelfilm da irgendwie eine Stimme produziert, die dann nur dieser Mensch da gehört hätte, so nach dem Motto hier, hör auf, ne? Oder irgendwas. Das ist wie gesagt nicht gemacht worden, aus Gründen, die nie restlos geklärt wurden, aber die Russen behaupten also bis heute, sie hätten es gekonnt. Ja, weil aus Russland kommen sehr viele interessante Dinge. Aber was mich auch, als ich jetzt in den vergangenen Tagen Ihr Buch Im Netz der Frequenzen las, was mich das sehr bestürzt hat, war der Fall von Janine Jay, die nach eigenen Angaben bereits, also die hatte ein Implantat, das hat man also eindeutig festgestellt, in ihrem Kopf. Also es ist überhaupt nicht lustig, aber da gibt es Röntgenaufnahmen davon und die hat Unglaubliches durchgemacht aufgrund dessen. Und sie sagt, dass sie das 1949 bereits bei ihrer Geburt eingesetzt bekam. 1949? Hallo? Ja, ich höre. Ja, das entspricht diesem Bericht dort. Ich meine, es hat ja damals schon auch eine
noch nicht unseren heutigen Maßstäben entsprechende Elektronik gegeben. Ich kann das auch nur so weitergeben, wie es von dieser Frau berichtet worden ist. Was ja unglaublich ist, also wenn 1949 bei so einer, das ist doch eine sehr weit entwickelte Technologie, nehme ich an, und wenn das schon jetzt 60 Jahre zurückliegt, oder das ist schon erschreckend eigentlich. Also. Dieses Ding ist ja wohl mehr durch Zufall entdeckt worden, weil sie dann eines Tages eine Flugreise machen wollte und dann ist sie da bei dem Metalldetektor am Flughafen nicht durchgekommen, weil der immer gepiept hat und sie hatte nichts mehr an sich. Und dann daraufhin hat sie sich dann erst röntgen lassen und hat ja einen Befund von einem Neurologen aus Neuseeland bekommen, dort wo sie wohnt, der ihr bestätigt hat, dass da ein metallischer Fremdkörper in ihr sitzt. Ne? Und wurde der jemals entfernt eigentlich? Ich glaube, der saß an einer inoperablen Stelle. Wie es weitergegangen ist, weiß ich auch nicht. Das ist absolut unvorstellbar. Also, ja. Na gut, ich meine, wie gesagt, ich habe ein paar Interviews vorbereitet und einen kurzen Ausschnitt davon möchte ich spielen. Ich weiß nicht, ob Sie Zeit gefunden haben, sich da ein bisschen reinzuhören in das kurze Interview, also diesen Ausschnitt mit dem Herrn Ferjevari. Ja. Also ein nach eigenen Angaben von Mind Control Betroffener. Und ich habe am 30. Juli, glaube ich, diesen Jahres habe ich mit ihm dieses Interview geführt. Das ist sehr offen und wenn man sich das Ganze anhört, stellenweise durchaus auch brutal, da ich natürlich wissen wollte, was da wirklich, wo wirklich die Substanz ist an dem Ganzen. Und er gibt da sehr persönliche Einsichten weiter. An dieser Stelle noch einmal wirklich an beide, also an Karl-Heinz Croissant, der auch mit Ihnen irgendwie den Kontakt jetzt hergestellt hat, und Dominik Ferjevari, ein ganz großes Danke. Ich finde das sehr mutig, dass Sie sowas in der Öffentlichkeit, also diese Dinge erzählen. Und ich glaube nicht, dass jemand mit so einer Story in die Öffentlichkeit geht, wenn es sich dann irgendwie wichtig machen will oder wenn es ein Scherz ist. Also ich weiß nicht, wenn man sich die Interviews anhört, dann kann man das glaube ich nachvollziehen. Ausschließen kann ich gar nichts, aber das Ganze ist für die Betroffenen glaube ich überhaupt nicht lustig. Und die Frage ist natürlich, wie können Sie die sicher sein? Wir haben es schon ein bisschen jetzt angesprochen und die Antwort ist, Sie sind sich nicht sicher. Das ist irgendwie auch das Erschreckende dran, oder? Es ist nur die einzige Erklärung, die Sie eben haben und akzeptieren können. Und Sie lesen eben in einschlägiger Literatur, wie gesagt, Sie haben drüber geschrieben, über die Auswirkungen dieser Dinge, zählen eins und eins zusammen. No? Und so eben die Vermutung, das ist ja streng genommen, natürlich, dass Sie unter Mind Control stehen. Und es gibt leider bisher nur wenige Fälle, wo man das auch beweisen konnte, aber ein paar gab es, glaube ich. Sie besprechen da auch ein paar in Ihrem Buch. Mhm. Aber ja, erschreckenderweise hat das nichts bewirkt. Also gut, also hier jetzt das Interview mit Dominik Ferjevari. Er ist Mitglied beim Verein gegen den Missbrauch psychophysischer Waffen. Und die beschäftigen sich da mit Mind Control und E-Harassment. Und er gibt eben in diesem Ausschnitt des über 40-minütigen Interviews, das dann auch online geht, seine persönlichen Erfahrungen wieder. Und wie schon gesagt, wie diese ganze Sendung heute, ist auch dieses Interview wohl nichts für schwache Nerven. Weil ich selbst betroffen bin, und da kommen wir zum zweiten Teil Ihrer Frage, wer kann betroffen oder wie kann das ablaufen? Also wie gesagt, ein Teil ist eben eine ganze Bevölkerung und der andere Teil ist eben einzelne Personen, also sogenannte TIs, Targeted Individuals. Ja, also ich weiß es seit 2005. Es hat angefangen mit Kopfschmerzen, Brummtönen, Tinnitus, an Hörverlust. Ich habe das Kurzzeitgedächtnis, ich möchte nicht sagen verloren, aber ziemlich eingeschränkt. Es waren dann auch ein Haufen anderer seltsamer Sachen. Es ist schwierig, das jetzt solche so anschaulich zu erklären. Hinzugekommen sind Klickgeräusche und es einfach meine Willenskraft reduziert wurde und dass ich das bewusst wahrgenommen habe. Ja. Es gibt dann auch eine Reihe anderer Symptome, die einfach mich darauf schließen lassen, dass das Ganze schon länger geht, aber dass ich einfach seit 2005 das mehr oder weniger bewusst wahrgenommen habe und wahrnehmen habe sollen. Dazu muss ich dazu sagen, dass generell seit dem Jahr 2000, 2003, 2005 sich immer mehr Menschen melden. Es gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, übers Internet Foren, es gibt Webseiten, es gibt, oder wie jetzt
bei uns Vereine, die sich da eben gegründet haben, bei denen man sich melden kann und austauschen kann und sich einfach informieren, zusammenschließen und organisieren kann. Und wie gesagt, da ist ein enormer Anstieg innerhalb der letzten Jahre. Nun sind das aber ja doch sehr allgemeine Symptome. Und meine Frage ist jetzt schon, ich meine, all die Symptome, die Sie genannt haben, Kurzzeitgedächtnis ist eingeschränkt, Kopfweh, Tinnitus, das sind alles Dinge, die sehr viele Menschen oder fast alle irgendwann mal gehabt haben. Ja. Jetzt sind die aber nicht alle Targeted Individuals. Woher wissen Sie jetzt, dass diese Symptome bei Ihnen die Ursache haben, dass Sie angepeilt wurden, wenn man so sagen kann? Weil einfach bei mir das insoweit geht, dass einfach die psychischen und mentalen Entscheidungen Durchstrahlung, bei der man merkt, dass es von außen kommt, beeinflusst werden. Das heißt, dass einfach das insoweit gehen kann, dass man wirklich mehr oder weniger, wie ich vorher erwähnt habe, völlig des Willens beraubt ist und mehr oder weniger wie ferngesteuert, regelrecht vor sich hingeht und man das auch merkt. Das heißt, man ist sich dessen auch bewusst und man merkt das auch und man fühlt und spürt das auch, dass es von außen kommt. Das geht auch einher mit, man muss sich das so vorstellen, ja, man hat heutzutage die Möglichkeiten, das menschliche Gehirn insoweit zu beeinflussen, dass man Dinge regelrecht programmieren kann. Ja? Also das geht, da gibt es diverse Schriften dazu und da empfehle ich einfach auf die Seiten zu schauen und sich das durchzulesen. Ich glaube, das wird das Allerbeste sein, weil hier auch Wissenschaftler und dergleichen sprechen. Das geht insoweit, dass man wirklich, ich gewisse Dinge tue, wo es mich regelrecht hinzieht. Ich kann mich dessen nicht wirklich entziehen, weil ich weiß, es ist, ich kann mich dem nicht entziehen. Es ist praktisch ferngesteuert, es ist praktisch programmiert und ist schwierig, sagen wir so, sich dessen wirklich da jetzt zu entziehen. Und ich, wie gesagt, hinzu kommt noch ein Programmieren, wo einfach richtiger Psychoterror entsteht. Der Strahler bzw. die Bestrahlung kann natürlich auch dementsprechend verändert werden. Kann man diese Strahlung auch messen? Um was für Art von Strahlung handelt es sich da? Haben Sie da eine Idee? Also nach dem, was ich weiß, ist es sehr schwierig, das zu messen, weil einfach nach dem, was ich mich eingelesen habe und erkundigt habe, sind das einfach Frequenzen, die so schwach sind, also so schwache Felder, dass da jetzt nicht wirklich was zu messen ist, zumindest nicht für mich als Privatperson. Natürlich werden irgendwelche technischen Universitäten und Einrichtungen und sonstige irgendwelche Messgeräte dementsprechend haben, aber allerdings habe ich da jetzt als Privatperson jetzt nicht wirklich eine Chance, das zu messen. Und haben Sie schon einmal, ich meine, klar, wenn Sie dann mit einem Psychologen sprechen, da komme ich jetzt wieder darauf zurück, dass das allgemeine Symptome sind. Ja? Haben Sie schon mal mit einem Psychologen darüber gesprochen? Ja, ich habe schon mal mit einem Psychologen gesprochen, weil ich mich natürlich auch darüber, ich war natürlich, schauen Sie, müssen Sie sich das so vorstellen, wenn man dem jetzt ausgesetzt ist, ja, dann beginnt man da jetzt einmal zu suchen, was ist da los? Ja, ich meine, man weiß, dass es von außen kommt, ja, und dann informiert man sich einmal, ja. Und dann, der beste Weg ist natürlich heutzutage übers Internet. Und dann trifft man auf die diversen Seiten und dann liest man die Geschichten und die Beschreibungen von anderen Betroffenen. Und wie gesagt, meine Schilderung ist jetzt nur so weit reduziert, dass es auch wirklich Dinge sind, die, wie soll ich sagen, man sich auch vorstellen kann oder so, aber da gibt es noch ganz andere Abläufe und das ist auch das Wesentliche daran, wie solche Mind Control oder wie sie auch genannt werden, Black Budget Projects ablaufen, die einfach mit dem mir geschilderten und so wie es mir gegangen ist und so wie es bei mir abgelaufen ist, übereingestimmt haben. Aber was hat jetzt der Psychologe? Und zum Therapeuten, damit ich auf das zurückkomme. Habe auch mit Therapeuten darüber gesprochen, dem ich das auch vorgelegt habe, mit dem ich das auch besprochen habe und der mir in dem Fall wörtlich gesagt hat, dass er diese Möglichkeit bei mir in Betracht gezogen hat. Der Therapeut hat also die Möglichkeit in Betracht gezogen. Nun, ich nehme an, Herr Bluthoff, Sie haben schon einige solche Fälle
gehört und auch untersucht. Was können Sie jetzt über die Geschichte von Herrn Fejewari sagen? Das ist jetzt natürlich erstmal, so wenig ich es jetzt höre, eine subjektive Schilderung, die ich ihm auch gar nicht jetzt da in Abrede stellen will. Das hat er so erfahren, er empfindet das so. Um jetzt festzustellen, ob er jetzt wirklich solchen Dingen ausgesetzt ist oder ob es vielleicht andere medizinische Ursachen hat, das kann man halt nur, wie ich vorhin schon sagte, feststellen, indem man Messungen anstellt und schaut, ob dort, wenn in einem Raum, wo dieser Mann anwesend ist, Frequenzen nachweisbar sind, die halt nicht da sind, wenn er nicht im Raum ist. Ne? Ja. Also ob da irgendwelche Einstrahlungen sind. Er hat auch gesagt, diese Sachen sind sicherlich sehr schwach, aber man kann mit genügend empfindlichen Geräten das schon was nachweisen. Also das geht schon. Kann diese Beeinflussung auch auf ein bestimmtes Individuum zugeschnitten sein? Denn wenn man sich das ganze Interview anhört, das wie gesagt bei online geht, dann frage ich ihn auch explizit, wenn also jetzt andere im Raum sind und er merkt, dass er einer Beeinflussung ausgesetzt ist, ob er noch nie die anderen gefragt hat, ob sie das jetzt auch spüren. Was natürlich eine schwierige Frage ist, auch zu stellen, das ist eh klar. Ne? Aber wäre es denn zum Beispiel wirklich auch möglich, dass so ähnlich wie manche Leute in diesem Raum hören jetzt diese Stimme, andere nicht, dass auch andere Beeinflussungen individuell gemacht werden können, so dass sie, obwohl jetzt technisch auch andere von dieser Strahlung betroffen sind, nur eine Person diese Empfindungen hat? Das ist möglich. Da muss man jetzt natürlich sehen, mit welcher Technik das möglich ist. Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, wir haben vorhin schon die Implantate angesprochen, wenn jetzt jemand so ein Ding drin hat, dann ist es klar, dass nur er diese Kommunikation hört und jemand anders, der das Implantat nicht hat, hat das nicht. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist jetzt, dass man auf andere Weise, sagen wir mal, wie so eine Art Schlüsselfrequenz, die für jeden Menschen doch individuell verschieden ist, einhält, eine Art Resonanzfrequenz, die jetzt nur einen bestimmten Menschen trifft. Inwieweit die durchaus wissenschaftlich bereits verstandenen Mechanismen jetzt da schon technisch umsetzbar sind, kann ich jetzt auch nicht sagen, weil diese Sachen jetzt nicht so auf den Markt breitgetreten werden. Es soll, wie gesagt, solche Technologien auch schon geben. Es gibt aber daneben natürlich auch eine Technologie, die zur Massenbeeinflussung dient, die natürlich sehr viel einfacher umzusetzen ist. Das sind also beispielsweise auch mit Infraschall-Soundwaffen oder auch mit elektromagnetischen, also Mikrowellenwaffen, da zum Beispiel in der Aufruhrbekämpfung vorzugehen, dass man also keinen Wasserwerfer mehr benutzt wie früher, sondern eben die Leute damit so etwas bestrahlt, was dann dazu führt, dass sie Übelkeit entwickeln, Brechreiz oder Durchfall bekommen oder sowas, und dann kann man sich auf diese Weise eine Demonstration sehr schnell auflösen. Ja, angeblich werden diese Dinge im Irak eingesetzt, also auch im jetzt Irak zur Crowd Control. Die Strahlenwaffen eingesetzt, die elektromagnetischen Strahlenwaffen, um die elektronische Infrastruktur auszuschalten. Mit den Mikrowellenkanonen kann man natürlich in 0,0 die Chips von den Computern durchschmoren und damit heutzutage natürlich die ganze Telekommunikation lahmlegen. Das haben die Amerikaner gemacht, bevor sie da einmarschiert sind. Ne? Mhm. Da gibt's ja auch sehr lustige Berichte, also lustige Journalisten, die westlichen Journalisten, die bis zum Schluss in Bagdad geblieben sind und die dann gesagt haben, in den letzten Tagen, bevor der ganze Krieg da losging, haben die in ganz Bagdad die Elektroläden leer gekauft nach Mikrowellenherden, weil sie geglaubt hatten, das wären also faradäische Käfige, in die man sein teures Satellitenhandy reinlegen könnte, damit das jetzt nicht auch von den amerikanischen Strahlenwaffen verschmort wird. Offensichtlich scheinen sie Glück gehabt zu haben, dass die Amerikaner jetzt gerade nicht die internationalen Hotels da beschossen haben mit ihren Strahlenwaffen, denn genützt hätte das nichts. Also wir haben selber schon öfter auch demonstrieren und nachweisen können, dass ein faradäischer Käfig natürlich vor Mikrowellen nicht schützt. Erstens weiß man, dass aus dem Mikrowellenherd durchaus Strahlen rauskommen. Und zweitens kann man auch sehr schnell dokumentieren, man legt ein Handy in den Mikrowellenherd rein, macht das zu, und dann kann man es immer noch anrufen. Also solche Sachen gehen da durch, nicht? Ein faradäischer Käfig, wie man ihn in der Wissenschaft nennt, schützt vor statischen elektrischen Feldern, aber nicht kann keine Frequenzen abschirmen. Also Wechselfelder Wechselfelder lässt er durch. Sonst könnte man auch im Auto nicht telefonieren mit dem Handy. Das Auto ist ja auch ein faradäischer Käfig mit seiner Metallkarosserie. Man ist zum Beispiel, wenn man durch ein Gewitter fährt, ist man einem Auto sicher. Man kann nicht vom Blitz getroffen werden. Der Blitz wird außenrum um die Karosserie abgeleitet. Aber das Handy funktioniert im Auto weiter. Ja, aber von Gerüchten, die
bestätigen wollen, dass also tatsächlich auch Bewusstsein und gemütsverändernde Waffen im Irak eingesetzt werden, also auch von der CIA etc. oder von wem auch immer. Da wissen Sie jetzt nichts davon. Man kann es vermuten, das gab schon im ersten Golfkrieg so eine merkwürdige Szene, die ist auch über die BBC ausgestrahlt worden. Da fuhren einige BBC-Reporter mit einem Jeep durch die Wüste und dann sahen sie da in der Nähe eines Bunkers einen schwarzen Hubschrauber über die Landschaft fliegen, einen amerikanischen Hubschrauber, Militärhubschrauber. Und in dem Moment, wo der da drüber flog, kamen plötzlich einige schwer bewaffnete irakische Kämpfer aus diesem Bunker raus, haben ihre Waffen weggeworfen und haben sich mit hocherhobenen Händen den britischen Journalisten ergeben. Das ist, wie gesagt, im Fernsehen ausgestrahlt worden. Und war dieser Hubschrauber irgendwie auffällig sonst, baulich oder sonst wie? Davon habe ich nämlich aufgehört und ich bin mir einer mal das Video. Der jetzt irgendwie besonders ausgerüstet war, das reicht ja, wenn der da jetzt irgendwie so einen Sender drin gehabt hätte. Ne? Ja. Das muss man nicht unbedingt sehen. Ja, also ich kann mich an dieses Video, glaube ich, erinnern. Ich habe das irgendwann vor Jahren einmal gesehen. Also tatsächlich schwebt also dieser Helikopter über diesem Bunker, der, glaube ich, von deutschen Firmen in den 80er Jahren im Irak, da wurden unzählige Bunker gebaut. Und die Soldaten kommen tatsächlich raus. Also denen wäre nichts passiert. Also diese Bunker sind Atomwaffen. Und haben sich, wie gesagt, da völlig harmlosen, unbewaffneten Journalisten ergeben. Ne? das ist ja das Widersinnige. Tatsächlich interessant, obwohl, naja, kann ja den Grund haben, dass die es einfach hinter sich haben wollten. Also, vielleicht wollten nur sie auf ihre Chance gewartet haben. Vom Krieg, das mag ja sein, aber es war schon verdächtig, diese Szene. Jetzt da, vor allem auch in Ihrem Buch, Zaubergesang, so, Entschuldigung. In Ihrem Buch Zaubergesang beschreiben Sie auch sehr interessante Experimente, die im Berliner Radio durchgeführt wurden und da ist es mir ja wirklich, also das war wirklich seltsam. Können Sie das kurz beschreiben? Das war um die Jahreswende, ich glaube 2001, als der Euro eingeführt wurde. Da hatte der Berliner Radiosender RS2, ein privater Berliner Radiosender, der auf der Frequenz des ehemaligen RIAS, des ehemaligen amerikanischen Alliiertensenders sendet, hatte so ein Experiment gemacht. Wir sind da darauf hingewiesen worden, interessanterweise von einem Polizeibeamten, der uns angerufen hatte am Tag zuvor, ihr müsst das da mal hören. Wir haben dann auch Gespräche mit den Machern des Programms geführt. Die hatten tatsächlich von amerikanischen Beratern, mit denen sie immer noch zu tun haben, diese Empfehlung bekommen, das mal auszuprobieren. Sie haben also eine Frequenz zwischen 14 und 15 Kilohertz, muss das, glaube ich, gewesen sein, ausgestrahlt. Und diese Frequenz hatte sich wohl im Experiment herausgestellt, dass sie bei den Menschen Glücksgefühle auslösen kann. Sie wollten also ein totales Glücksgefühl in der Silvesternacht erzeugen. Wir haben ja dann da immer am Brandenburger Tor diese riesige Silvesterparty und da wurde das ausgestrahlt, aber eben nicht nur dort, sondern es wurde auch über den Radiosender über die ganze Stadt ausgestrahlt. Ne? Und ja, ich weiß nur, dass die Polizei davon berichtete, dass also wohl ziemlich drunter und drüber gegangen ist in der Nacht, weil auch Leute, die im Auto das gehört haben, irgendwie da plötzlich irgendwie ein bisschen ausgeflippt sind und man von Seiten der Polizei diese Sache auch sehr, sehr scharf kritisiert hatte, einfach so ein Experiment hier über die Bevölkerung auszuschütten, weil man ja gar nicht absehen kann, ob zum Beispiel sowas wie Fahrtüchtigkeit und so weiter dadurch beeinflusst werden kann, ne? Und das, man hatte den Eindruck, wenn man mit den Radiojournalisten sprach, dass sie selbst das wohl nicht so ernst genommen haben, haben es mehr für einen Scherz gehalten, hatten das nicht für bare Münze genommen, dass das wirklich funktionieren könnte und das dann einfach gemacht hatten. Aber offensichtlich hatte das halt mehr bewirkt, als man gedacht hatte. Was hat es dann im plötzlich danach war dann auch keiner mehr von denen zu sprechen. Die hatten jetzt zum einen eine amerikanische Beraterfirma, die auch Verbindungen zum Pentagon hat, soweit ich das jetzt herausgelesen habe. Oder zum Militär. Ja, durchaus. Und man hat das also versucht. Und was ist denn dann da auch wirklich, was ist da konkret passiert? Also gab es da...
ja, die Leute waren irgendwie so ferngesteuert lustig und es war irgendwie dann auch natürlich ihre Risikobereitschaft herabgesetzt und so weiter alles, nicht? Also was natürlich für einen, der gerade am Steuer seines Autos sitzt, nicht gerade sehr förderlich ist. Ne? Zeigt sich das auch in erhöhten Unfallstatistiken etc. oder ist das jetzt nur eine? Was? Zeigte sich das jetzt auch in erhöhten Unfallstatistiken oder zum Beispiel jetzt? Oder das vielleicht nicht, aber man hat also irgendwie festgestellt, dass die Leute irgendwie risikobereiter gefahren sind und so weiter. Also in der Silvesternacht ist immer ein bisschen höhere Unfallstatistik, weil auch viele Leute mit Alkohol fahren und sowas. Also das ließ sich jetzt nur nicht signifikant da nachweisen. Aber sagen wir mal so, einige Leute, die es nicht wussten, haben da irgendwie festgestellt, dass sie doch nicht wussten, warum sie plötzlich so fröhlich waren. Und wenn man dann die Macher des Programms darauf ansprach, haben die gesagt, ja, was soll denn daran schlimm sein? Wollen sie denn nicht glücklich sein? Da habe ich gesagt, ich möchte aber selbst gern bestimmen können, ob ich es sein will oder nicht. Und also man hat es also offiziell zugegeben, dass man diese, das war also eine modulierte Frequenz irgendwo bei 14 Kilohertz oder so, oder 14,5 Kilohertz, so ist auch noch, ja. Dass man die also ausgestrahlt hat. Und interessant ist dann schon, dass also nach diesem Experiment keiner mehr eigentlich davon wissen wollte. Ne? Und vorher hat man es eigentlich als Werbung verwendet. Ja, ja, sie haben das ja den ganzen Abend dann immer gesagt, wir machen hier die totale Glücksshow und so weiter, ganz Berlin ist glücklich und so. Aber hinterher haben sie dann, ja, und sie hätten dann also auch mit Psychologen von der Universität geredet, die dann gesagt haben, das ist sowieso alles Quatsch und so weiter. Also haben es, wie gesagt, offensichtlich selbst nicht ernst genommen, aber offensichtlich hatte das doch bei der Bevölkerung, wenn man es dann im Nachhinein sah, eine stärkere Wirkung gehabt, als man gedacht hätte. Und über die Parameter dieser verwendeten Frequenz ließ sich ja auch nichts rausfinden. Ne? Da ließ sich nichts rausfinden, dann haben sie gesagt, das wissen Sie, hier müssten wir mit der Technikabteilung reden, dort war dann nie jemand zu sprechen, also das wurde dann mehr oder weniger abgeblockt, vielleicht auch auf Anraten der Berater. Und dann gab es einen zweiten Radiosender mit derselben Beratungsfirma und der hat dann dasselbe oder etwas Ähnliches versucht mit dem Sexbrummton. Der Sexbrummton, das war in Stuttgart, ja, das war dann ein paar Monate später. Ja, okay. Da hatte man also die Erkenntnisse eines Psychologen verwendet, der also auch in den Kliniken da bestimmte Musiken getestet hat. Man hat also festgestellt, dass der erotischste Klang, den es gibt, der Bolero von Ravel ist zum Beispiel. Und man hatte dann aus dieser Sache eine Art Brummton generiert, um die Leute eben sexuell zu stimulieren, vom Radio aus auch wieder sozusagen landesweit ausgestrahlt, was auch riesige Proteste von den Polizeibehörden gab, weil die sagten, also man kann jetzt hier nicht jeden Autofahrer hier plötzlich stimulieren und sowas, ne? Also es wurde da doch sehr, 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 sehr lax mit solchen Dingen umgegangen, gerade auch im Bereich der Massenmedien. Man hatte den Eindruck, sie wollten da sowas wie eine neue Partydroge testen, ne? Ja, die Frequenzdroge, wie sie es ja auch nennen. Ja, ja. Hm. Und ich meine, Stichwort Brummtöne, ich habe mich heute noch erinnert, dass es da mal eine Forumsdiskussion gab, wo also unter anderem auch ich Leute darüber erzählen, dass sie einfach seltsame Brummtöne hören hier und da. Ich habe das damals überhaupt nicht mit solchen Dingen in Verbindung gebracht, tue es auch jetzt nicht, also jetzt mein persönliches Erlebnis. Aber ich habe den jedenfalls verlinkt. Denn das mit den Brummtönen ist ja eine weitere Geschichte. Da gibt es ja zum Beispiel das berühmte Teddybär-Signal. Mhm. Auch in Berlin, also eine offenbar Hochburg. Nicht nur dort. Also es gibt auch in Hannover einen Schwerpunkt, in Stuttgart, in München. Und der bekannteste, weltweit bekannteste, ist sicherlich in Taos, Neu-Mexiko. Das sogenannte Taos-Summen, was schon seit fast 20 Jahren bekannt ist. Dort war es so, dass in dieser kleinen Stadt Taos in Neu-Mexiko also wirklich 2% der Bevölkerung Tag und Nacht von diesem Brummton geplagt wurde. Und zwar haben die da sogar so eine Art Skala entwickelt, wie solche Richterskala beim Erdbeben, wie stark man dieses empfinden kann. Es gibt also einfach Leute, die es gar nicht hören. Dann gab es Leute, die es schon hörten, die es aber nicht weiter störte. Aber es wurde dann auch so weit, dass manche Leute eben es so stark hörten, dass sie wirklich keinen anderen Gedanken mehr fassen konnten. Nur, wie kann ich dieses Brummen überleben? Oder wenn es sich noch stärker zeigte, dann die dann wirklich auch von elektrischen Schocks durchrüttelt wurden und die da wirklich also schwerste Torturen erlebt haben. Bei diesem Tarsum war das Interessante eben, dass in dem Moment, wenn jemand diesen Ort verließ
und sei es auch nur, dass er 30 Kilometer weggefahren ist, dann hörte das auf. Also das heißt, man konnte das nicht mehr mit Tinnitus oder Einbildung oder sonst was zusammenbringen. Es war eindeutig an diesen Ort gekoppelt. Und man hatte dann doch soweit festgemacht, dass die Ursache wahrscheinlich in der Nähe lag, und zwar in der sogenannten Kirtland Air Force Base. Das ist das Zentrum der amerikanischen Energiewaffenforschung, was dort in der Nähe von Albuquerque in New Mexico gelegen ist. Übrigens auch teilweise von Rüstungsfirmen betrieben wird, deren Miteigentümer Mr. Donald Rumsfeld lange Jahre gewesen ist, als er nicht Minister war. Daraufhin hatte damals einer der Bürger von Taos sich an den Kongressabgeordneten von New Mexico, an den Bill Richardson, gewendet. Und es liegt mir sogar ein Schriftwechsel vor, wo der Abgeordnete Richardson geantwortet hat, er würde sich auch an den Kongress da wenden, würde da eine Anfrage einbringen. Und naja, das hat dann eine Weile gedauert. Dann hörte dieser Bürger nichts mehr von seinem Abgeordneten und fragte dann nochmal nach, rief dann da nochmal an bei dessen Büro und wollte nochmal sprechen, ob der was Neues weiß. Und dann hat man ihn gefragt, wer sind Sie denn? Habe noch nie von Ihnen gehört, ne? Ja, den Rückzieher gemacht. Der Mr. Richardson inzwischen hat auch ein bisschen Karriere gemacht dafür inzwischen. Der hat ja dieses Jahr sogar versucht, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Ist dann zwar frühzeitig ausgeschieden, aber der hat dann offensichtlich gemerkt, wenn er das weiter verfolgt, ist da in ein Wespennest, was er da mit seiner politischen Karriere auch nicht vereinbaren konnte. Naja, aber am Anfang, ich weiß nicht, ob Sie die News mitgehört haben, wahrscheinlich nicht, da habe ich von einem neuen wissenschaftlichen Durchbruch berichtet, wo man also Mäusen und bei Mäusen ängstliche, angsteinflößende Erlebnisse irgendwie oder Angst löschen konnte, also Erinnerungen im weiteren Sinne dann natürlich löschen konnte oder wahrscheinlich im engeren Sinne. Und vielleicht hat der Mann einfach wirklich nichts mehr davon gewusst, wer weiß. Aber es gibt auch immer wieder sehr viel Hörer aus Berlin, das weiß ich. Und das heißt, in Berlin-Tempelhof steht also tatsächlich diese Teddybär-Anlage, eine riesige Schleifenantenne unterhalb dieses gesamten Areals verlegt und stößt diesen Brummton bei 80 Hertz oder so aus. Ja, ungefähr. Also Brummton, jetzt wenn man Brummton sagt, also auch bei diesen Folgentönern, die Sie da beschrieben haben, das sind also keine Schallwellen, die Nein, da auch wahrgenommen. Nein, hört man nicht, wenn man auf der Straße steht. Das sei denn, man ist empfänglich dafür. Ja. Aber wenn man jetzt, wir haben sie also seinerzeit dadurch davon erfahren, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des Flughafens uns darauf hingewiesen hat, der sogar nicht mal wusste, dass das Ding noch in Betrieb war, weil er meinte, dass seine Installation wäre Amerikaner gewesen und die sind ja nun schon 1992 aus Berlin abgezogen. Aber offensichtlich ist das, wir haben inzwischen auch herausgefunden, dass diese Anlage an die Bundeswehr weitergegeben wurde, weiter in Betrieb ist. Jetzt muss man halt sehen, was wird. Jetzt soll ja in diesem Jahr oder im nächsten Jahr irgendwann Flughafen Tempelhof geschlossen werden. Ob das dann immer noch da bleiben wird. Ne? Und wird da die ganze Stadt bebrummt oder wie? Oder? Das ist sogar noch außerhalb der Stadt messbar. Unglaublich. Das sind Wellen, diese Längstwellen sind ja Wellen, die auch teilweise wirklich in der unterirdischen Aufklärung, also als unterirdisches Radar und so weiter benutzt wird, weil die halt sehr, sehr tief in den Erdboden eindringen können, auch zur Kommunikation mit U-Booten geeignet sind. Da gibt's ja dann auch diese berühmte Anlage am Clam Lake in Wisconsin in Nordamerika, die noch größer ist. Dort hat der dortige Senator Feingold von den Demokraten, der da für Wisconsin im Kongress sitzt, hat ja seit vielen Jahren darum gekämpft, dass diese Sache außer Betrieb genommen wird. Er hat sogar Mehrheiten im Kongress dafür zustande gekriegt und dann immer wieder hat das Ding dann doch nochmal geschafft zu überleben, weil dann irgendeiner im Pentagon meinte, sie bräuchten es doch noch. Ne? Nationale Sicherheit ist halt das Wort, mit dem man alles abwürgen kann. Also 11 Wellen, ich meine U-Boot, Ortung etc. ist ja alles verständlich, aber in Berlin gibt es keine U-Boote, höchstens U-Bahn. In Berlin gibt es keine U-Boote, in Wisconsin auch nicht. Diese Sachen sind natürlich sehr weitreichend, aber man hat auch vermutet, also dass das Radar, was hier in Berlin steht, ist ja jetzt nicht nur ein ELF-Radar, es ist auch ein normales Radar mit bei, dass das eines der weitreichendsten Radar, die es überhaupt gibt. Das reicht also bis weit nach Polen rein, bis nach Danzig. Und ist natürlich in der Zeit des Kalten Krieges auch für die Luftaufklärung benutzt worden. Und ich glaube, es ist das einzige Radar dieser Art, was außerhalb der USA überhaupt steht, weltweit.
Und man hat sogar vermutet, dass aufgrund der Eindringtiefe dieser Wellen in den Erdboden man damit bis hinter den Ural sogar vordringen kann, also bis hin zu den Nuklearanlagen von Semipalatinsk und so weiter, wo die Russen da ihre Interkontinentalraketen bauen. Ne? Also das hat sicherlich teilweise auch geheimdienstliche Zwecke. Stichwort Elfwellen, natürlich die berühmteste Installation, aber bei weitem nicht die einzige, die mit Elfwellen operiert, oder indirekt eigentlich, genau genommen, ist HARP. Ja. Gab es auch schon einmal eine dezidierte Sendung darüber. Seit, ich sage mal, fast schon Jahrzehnten eigentlich geheimnisumrungen und sehr viel Spekulation. Dennoch, mit HARP wird vermutet, ist es möglich, das Wetter zu beeinflussen und auch großräumig Gemütsveränderungen oder vielleicht sogar mehr hervorzurufen. Können Sie kurz schildern, um was es sich bei HARP handelt? HARP ist offiziell ist es ein Aurora-Forschungsprojekt. Man weiß aber natürlich, dass es im Grunde eine militärische Anlage ist. Es ist ein Antennenwald von mehreren hundert Antennen in der Wildnis in Alaska aufgestellt worden ist, in der Nähe von Gakona. Und wir haben also bei unseren Recherchen auch für das Buch Zaubergesang in regem Kontakt auch mit den Wissenschaftlern gestanden, die dabei HARP involviert waren, von der Universität Fairbanks und so weiter. Wir haben die Grundlagenpatente eingesehen, die sogenannten Eastland-Patente, in denen ja schwarz auf weiß steht, dass HARP zur Wetterbeeinflussung geeignet ist. Das ist beim Patentamt durchgegangen und da gehen ja nun doch nur Sachen durch, die sich wissenschaftlich nachweisen lassen. HARP arbeitet so, dass diese Antennen, das sind keine ELF-Antennen, die müssten viel zu groß dafür sein, das sind kleine Kreuz-Dipol-Antennen, die so im Megahertz-Bereich Radiowellen in die Atmosphäre schießen, in die obere Atmosphäre, in die Ionosphäre und das Ganze so gebündelt, also praktisch diese 180 Antennen, da wie viel das sind da, schießen da einen gebündelten Strahl hoch, das ist wie ein Laser, nur dass es nicht im Lichtbereich ist, sondern im Radiowellenbereich. Und damit wird ein bestimmtes, eng umschriebenes Areal in der oberen Ionosphäre sozusagen sehr, sehr stark aufgeheizt. Das heißt also, im Grunde wird ein künstlicher Blitz erzeugt auf diese Weise. Und wir wissen ja schon seit den 50er Jahren, seit den Forschungen von Professor Schumann in München, dass bei einem Blitz, auch wenn er auf natürliche Weise entsteht, eben als Nebenwirkung sogenannte Schumann-Frequenzen entstehen. Also das sind diese ELF-Wellen, die im Bereich zwischen 8 und 40 Hertz dann liegen. Es gibt da mehrere verschiedene Schumann-Frequenzen. Und das, was eben beim normalen Gewitter entsteht, diese natürliche Schumann-Wellen-Hintergrund, der kann dann eben mit HARP simuliert werden. Das heißt, man schießt diese Radiowellen nach oben und durch diesen künstlichen Blitz, den man da auslöst, wird quasi werden diese Schumann-Frequenzen erzeugt. Diese Anlage ist so gefährlich, dass sie abgeschaltet werden muss, wenn ein Flugzeug über die Gegend hinwegfliegt, weil das sonst Elektronik des Flugzeuges beschädigen könnte. Daran sieht man schon, dass das durchaus waffentauglich ist, obwohl das immer wieder abgelehnt wird von den Amerikanern. Es gibt einen Beschluss des Europäischen Parlaments in Straßburg, wo sogar ultimativ zum Einstellen dieser Forschungen und dieser Experimente aufgefordert wird, weil da auch wieder drin steht, und zwar mit Mehrheit aller Parteien in Straßburg beschlossen, dass das eine Anlage ist, die also der Wettermanipulation und der Manipulation der Bevölkerung Tür und Tor öffnet. Man braucht nicht lange zu fragen, warum, weil diese Schumann-Frequenzen eben diese 8 bis 40 Hertz-Frequenzen wieder die Gehirnfrequenzen sind, die wir im EEG messen können. Und man hat ja sogar festgestellt, dass wenn man jetzt eine Radiowelle hochschickt, die jetzt nicht einfach nur monochromatisch ist, sondern der man jetzt eine Information aufträgt, aufmoduliert, so wie ein Radioprogramm hochschießt, dass diese Programminformation von den Schumann-Wellen übernommen wird. Man konnte also auf diese Weise, ich glaube, Wagners Walküre hat man da dann über den Äther geschickt als Schumann-Frequenz. Ne? Und wenn jetzt ein menschliches Gehirn das irgendwie aufnimmt, dann kann er das wahrscheinlich hören, wenn er entsprechend empfänglich dafür ist. Ich meine, ein Chat-Teilnehmer, Onkel Tuka, schreibt da, dass er einen gewissen Brummton überall hört. Ich höre das egal, wo ich mich in Deutschland aufhalte. Ich habe das schon an verschiedenen Stellen nachts gehört. Ich glaube, er meint einen Brummton. Das heißt, es gibt also Leute, die
die, bei denen das nicht irgendwie lokal begrenzt ist, aber dann gibt es natürlich auch Phänomene wie den Tinnitus etc. Mhm. Also das Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass es ständig verschwimmt mit ganz normalen psychologischen. Es ist wirklich schwierig. Ja, ja. Und aber Leute, die jetzt glauben, an solchen Dingen ausgesetzt zu sein, deren Symptome, noch einmal der Hinweis auf diese beiden Interviews auch mit den beiden Betroffenen, die sind, also ich wundere mich, dass die, wie die das aushalten. Das ist also der Brummton ist relativ einfach technisch nachweisbar, weil der relativ gut messbar ist. Man weiß auch ungefähr, in welchem Frequenzbereich der liegt. Man macht also ganz einfach eine ELF-Frequenzmessung in irgendeinem an irgendeinem Ort und macht dann hinterher eine Spektralanalyse auf dem Computer oder auf dem Oszilloskop und so weiter. Am Computer geht es am besten, dann kann man nämlich dann dieses Signal, was man dann im Spektrum sieht, kann man das rausfiltern und dann kann man das quasi als MP3 oder Wave-Datei abspeichern und anhörbar machen. Man kann es also akustisch hörbar machen und wenn man diese Töne, die man da gemessen hat, quasi den Leuten vorspielt, fragt, hey, ist es das, was du hörst, dann sagen die halt in der Regel ja, ne? Ja. Und das sind Sachen, die man jetzt nicht hört bei der Aufzeichnung, sondern die man erst dann hört, wenn man das über den Computer jetzt umrechnet, wenn man sozusagen diese 80 Hertz elektromagnetische Welle in eine 80 Hertz Schallwelle umwandelt. Das ist der Trick dann an ganz. Und das wirklich das Interessante dabei. Ist eben, dass also manche Menschen offenbar so sensibel sind, also elektrosensibel oder es ist genau auf sie abgestimmt, warum auch immer, dass sie tatsächlich, also noch einmal, elektromagnetische Wellen hören können. Das ist wie ein Radioempfänger, nur ohne Empfängerteil und ohne Filter etc., sondern einfach direkt durch Stimulation von Hirnregionen. Das kann eben Resonanzgründe haben, das kann durchaus sogar mit den Körperabmessungen zusammenhängen. Der eine hat einen Schädel, der ein bisschen größer ist als der andere und dann können sich schon stehende Wellen innerhalb des Schädels ausbilden, die dann sich gegenseitig verstärken. Dann gibt es halt noch die Möglichkeit, diese stimulierten Gamma-Impulse zu machen, also auch die Mikrowellenimpulse hören zu können. Das geht dann eher über die Zellen, über die Erbsubstanz in den Zellen, die darauf reagieren. Da gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten. Also man rechnet damit, dass etwa 2% der Bevölkerung so stark elektrosensibel sind, dass sie eben solche Töne hören können. Ne? Sie haben schon erwähnt, also Schumann-Resonanzfrequenz ist also ausschlaggebend auch für die Funktionsweise von HARP, jetzt vor allem wenn man jetzt unterstellt, dass da also bewusstseinsverändernde Manipulationen getätigt werden, dann geht es vor allem über diesen Effekt, den man im Schumann-Resonanzfrequenz nennt, wo also Erdoberfläche und Ionosphäre, glaube ich, die Resonanzfrequenz dieses bilden einen Kugelkondensator dieses Kugelkondensators ne? entspricht dann genau diesen 7,83 Hertz, glaube ich. Ja, also. Ungefähr, ja. Das Interessante jetzt auch, in Ihrem Buch Zaubergesang beschreiben Sie das auch, diese Resonanzfrequenz liegt also genau in einem Bereich, der so an der Schwelle zwischen Wachsein und Schlaf beim Menschen liegt. Und unser Gehirn hat sich offenbar in den Millionen der Evolution genau auf diese Frequenzen eingestellt und ist quasi mit diesen groß geworden. Und daher auch die Sensibilität an diesen Maxima der Schumann-Resonanzfrequenz. Und es gibt ja bestimmte Kulturen auf der Erde, zum Beispiel die Aborigines in Australien, die davon reden, dass die Erschaffung der Erde in einer sogenannten Traumzeit entstand und dass diese Traumzeit sehr eng mit der Erde verbunden ist. Ich meine, da wird das schon im Wesentlichen ausgedrückt, dass diese Menschen über ihre, wenn sie träumen, über ihre Gehirnfrequenzen in Kontakt mit der Erde treten, ne? Und dass sie quasi dann die gleichen Frequenzen haben, die auch von der Erde ausgehen. Und das haben viele, viele alte Kulturen so intuitiv gewusst, ohne das nun wissenschaftlich technisch erklären zu können, wie wir es heute können, und sich zunutze gemacht, dass man sozusagen in einem Bereich des Traums sozusagen in besonders engen Kontakt zur Erde gerät. Wobei man sagen muss, bei den Tieren ist es sogar so, dass diese 7,8 Hertz in etwa der Wachheitsfrequenz entsprechen. Tiere haben ja einen etwas gegenüber dem Menschen abgesenkten Bewusstseinszustand, der eher unserem Unterbewusstsein entspricht, weil sie mehr instinktiv reagieren.
Und der Mensch hat sich halt im Zuge der Evolution ein bisschen darüber hinaus entwickelt und hat jetzt also quasi diesen freien Willen, dieses Tagesbewusstsein, dieses kritische Bewusstsein entwickelt, was jetzt mit höhere Frequenzen gekoppelt ist. Und da tendieren jetzt die Schumann-Frequenzen immer wieder dazu, uns wieder zurückzuziehen in diesen unbewussten Zustand. Ich meine, allein schon spannend, es wird ja sehr viel in New Age-Kreisen von einem Frequency Shift, das Shift, berühmtes Wort im englischsprachigen Raum, also einer Schwingungserhöhung gesprochen. Und da würde das ja tatsächlich Sinn ergeben in diesem Zusammenhang. Ja, das ist natürlich auch, das ist eine Sache, die schon seit Jahren kursiert, in auch gerade so in esoterischen Kreisen, die allerdings leider nicht stimmt. Wir haben da auch lange mit dem Professor Sandman in Alaska darüber diskutiert. Der hat auch gefragt, könnt ihr mir sagen, wo eigentlich diese Sache entstanden ist? Ich glaube, das ist aus einem Missverständnis entstanden. Es wird immer wieder behauptet, die Schumann-Frequenz sei jetzt schon bis 10, 11 Hertz angestiegen. Das stimmt nicht. Das lässt sich durch Messungen nicht verifizieren. Es stimmt schon, dass durch die Erderwärmung die Frequenz der untersten Schumann-Resonanz langsam ansteigt, aber nicht in dem Maße, wie es da behauptet wird. Also sie liegt teilweise im Sommer, wenn es sehr warm ist, auf der Nordhalbkugel, liegt sie teilweise über 8 Hertz schon. Dann geht sie im Winter wieder runter. Aber diese 10, 11 Hertz, da haben die Leute einfach übersehen, dass es mehr als eine Schumann-Frequenz gibt. Es gibt insgesamt 5 oder 6, die schon identifiziert sind, die in unterschiedlichen Frequenzbereichen, 13 Hertz, 20 Hertz und so weiter, gehen die weiter. Das sind die nächsten Schumann-Resonanzen, die Oberschwingungen sozusagen. Und das darf man jetzt nicht mischen. Also im Grunde hat sich da nicht so dramatisch was geändert, aber grundsätzlich durch die Erderwärmung ist es so, dass die Schumann-Frequenz langsam ansteigt und das heißt, die Erde weckt uns langsam auf. Ja, das finde ich nämlich spannend, weil durch einen Anstieg der Schumann-Frequenz, und da wir ja auf diesem Bereich so sensibel sind, das würde Ihrer Meinung nach tatsächlich auch einen Einfluss auf uns haben. Hat es zweifelsohne, aber das geht langsam. Man weiß auf jeden Fall, dass elektromagnetische Frequenzen ohne weiteres auch die Entwicklung ganzer Völker beeinflusst haben, speziell allerdings jetzt nicht so sehr die Schumann-Frequenzen, sondern da treten eher die Sonnenaktivitäten in den Vordergrund. Wenn die Sonne sehr aktiv ist und jetzt große Mengen elektromagnetischer Materie hier auf die Erde schleudert, diese Sonnenstürme und Protuberanzen, was da geschieht ab und zu, dann hat man festgestellt, dass in den Jahren, wo solche Sonnenflecken Maxima sind, wo also mehr Elektromagnetismus von der Sonne auf die Erde kam, es sehr oft zu Revolutionen und zu Umwälzungen in der menschlichen Kultur kam. Das ist allen Geophysikern bekannt, aber es wird da mehr unter vorgehaltener Hand diskutiert, weil sie auch sagen, ja, das ist ziemlich heißes Eisen. Man weiß also, dass solche Maxima alle 11 Jahre etwa auftreten bei der Sonne und dass also zumindest die großen Revolutionen von 1848 und auch die Oktoberrevolution 1917 und so weiter, dass das alles Jahre waren, in denen solche Sonnenflecken maximal existierten. Und einer der letzten dieser Zyklen war im 1989 und das war das Jahr, als hier in Berlin die Mauer fiel und der Ostblock zusammenbrach, ne? Ja, und das nächste Mal ist es so 2011. Im Jahr 2000 war es ja schon nochmal wieder, ne? Ja. Und dann 2011, 2012 soll aufgrund der Berechnung der Astrophysiker sogar die stärksten Sonnenstürme uns bevorstehen, die je gemessen wurden. Das deutet sich an, man kann das etwa bis 5 Jahre im Voraus schon bestimmen anhand bestimmter Parameter der Sonne, die sich verändern, die sich dann einige Jahre später erst auswirken, konnte man das prognostizieren. Interessanterweise zurzeit sind wir noch so am Ende der Mitte des Zyklus, also zurzeit ist die Sonne sogar außergewöhnlich ruhig. Im Moment passiert nicht viel. Ja, aber alles spitzt sich auf die nächsten Jahre zu. Also unglaublich mehr oder weniger auf den nächsten Zyklus zu, ja. Der wird in den nächsten 3-4 Jahren auf uns zukommen. Wir sind fast am Ende der Sendung, aber gegen Ende wollte ich noch kurz auf was anderes eingehen. Sie haben heute auch kurz erwähnt, dass man sogar visuelle Eindrücke stimulieren kann. Das habe ich sehr spannend gefunden, weil es natürlich schwer zu sagen, wie genau jetzt diese Eindrücke gesteuert werden können, aber es gab da auch einmal im Forum eine wilde Diskussion, auf der einen Seite Mind Control, auf der anderen Seite Besucher, wo man also darüber diskutiert hat. Also eine Gruppe war also der Meinung, das gesamte UFO-Phänomen ist nichts anderes als eine Folge von Mind Control. Die andere war der gegenteiligen Meinung und sagt, das hat damit nichts zu tun. Glauben Sie, gibt es da einen Zusammenhang?
Den gibt es auch noch weiteres. Der Professor Persinger in Kanada hat UFO-Erlebnisse mit seinem Helm auslösen können sogar. Hatte der so viele? Der hatte also so einen Helm gebaut, mit dem er visuelle Eindrücke im Gehirn stimulieren konnte. Und er konnte dadurch, wenn er ganz bestimmte Frequenzen, die er da auch mit dem sogenannten Monroe-Institut abgestimmt hatte, ein privates Institut, in dem mit außerkörperlichen Erfahrungen gearbeitet wird, wenn die Frequenzen die entsprechende Modulation hatten, haben die Menschen tatsächlich den Eindruck gehabt, sie würden irgendwie in ein Raumschiff entführt werden und da von irgendwelchen Wesen behandelt werden. Also das bedeutet jetzt nicht, dass es die UFO-Erfahrung nicht gibt. Das würde ich nicht so hart sagen. Aber man darf die UFO-Erfahrungen jetzt nicht als das sehen, als was die Leute sich erinnern. Sozusagen UFO-Erfahrungen, wir haben in unserem Buch Vernetzte Intelligenz ja sehr ausführlich dazu Stellung genommen, sind virtuelle Begegnungen, die in virtuellen Räumen stattfinden. Also das, woran die Leute sich bewusst erinnern, ist sicherlich nicht das, was in Wirklichkeit passiert ist. Was im Endeffekt wirklich passiert ist, was diese Sachen auslöst, lässt sich oft nur sehr, sehr schwer, wenn überhaupt, nachweisen. Es ist sicherlich so, dass es militärische UFO-Entführungen gegeben haben müsste, dass also Menschen eigentlich militärischen Experimenten unterzogen wurden und ihnen dann sozusagen als Ersatzerinnerung eine solche Erinnerung an Außerirdische eingepflanzt wurde mit elektromagnetischen Methoden, um jetzt die eigentlichen Versuche zu verschleiern. Aber es gibt unabhängig davon sicherlich auch Erfahrungen, die man vielleicht auch anders interpretieren kann. Naja, also ich glaube schon. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass vor allem beim Entführungsphänomen, dass da sicherlich die Grenzen verschwimmen und dass es da... Also Leute berichten, sie werden entführt von den Besuchern, unter Anführungszeichen, und dann noch einmal vom Militär und so. Also da gibt es sicher einen Zusammenhang, aber das UFO-Phänomen allgemein damit erklären zu wollen, das geht meiner Meinung nach nicht wirklich. Nein, sicherlich nicht. Also es gibt ja da auch unabhängig von den Entführungen, gibt es ja auch einfach Sichtungen von Flug. Ja, es gibt ja Radardaten etc. Es gibt ja wirklich empirische Messdaten. Na gut, man kann auf dem Radar auch Sachen sehen, die nicht unbedingt materiell sind. Ja, das schon, aber... Ja. Spätestens seit die ECR-Tornados der Bundeswehr über Belgrad geflogen sind, da weiß man, dass es auch virtuelle Radarbilder gibt. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass es ein durchaus ein unabhängiges UFO-Phänomen gibt, das nicht alles nur sozusagen Schein ist, aber es ist eben sehr vieles Schein. Und auch, sagen wir mal so, wenn ein echtes UFO kommt zu uns, ist es nicht unbedingt gesagt, dass wir das sehen, was das Ding wirklich ist, weil diese Flugobjekte, wenn sie wirklich in der Lage sind, aus dem Weltraum zu uns zu kommen, müssten eine Technologie verwenden, die vermutlich die Gravitation manipuliert, ansonsten könnten sie diese Entfernung gar nicht überbrücken. Und man weiß inzwischen, dass wenn man mit sogenannten Antigravitationstechniken und solchen Sachen arbeitet, das sind also ganz, ganz heikle Wissenschaftsthemen, die wirklich hauptsächlich auch in geheimen Forschungszentren angewendet werden, dass es dabei zu visuellen Verzerrungen bei einem Beobachter kommt, ohne dass der jetzt mindkontrolliert sein muss. Einfach das Objekt, was er sieht, befindet sich in einer Art Antischwerkraftfeld und erscheint dadurch dem Auge anders, als es wirklich ist. Da haben wir auch ein Buch kürzlich darüber verfasst, das ist jetzt Anfang dieses Jahres erschienen, das nennt sich Status nicht existent und beschreibt gerade diese Phänomene auch. Also das sind zum Beispiel, kann man auch sogenannte Plasmaobjekte durchaus auf Radarschirmen sehen und das sind auch keine Metallkörper, sondern das sind eigentlich mehr oder weniger feinstoffliche Dinge. Und was sich jetzt hinter diesen Lichterscheinungen wirklich verbirgt, ob dahinter jetzt ein festes Raumschiff befindet oder ob das mehr oder weniger ein physikalisches Phänomen nur ist, das ist auch wiederum ohne weiteres nicht so klar. Ja, und dann könnten sich natürlich die Besucher wie die Elfenwesen auf Irland angeblich vor uns verstecken mit solchen Technologien. Das sind perfekte Tarnkappentechnologien. Ja, also es gäbe noch Unmengen an Dingen, über die wir sprechen könnten. Mhm. Ich würde sehr gern wieder mal mit Ihnen über diverse Themen plaudern, denn ich glaube, da gibt es genug. Und bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. War eine sehr spannende Sendung. Mhm. Ja, dann schönen Abend nach Berlin. Ebenfalls und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ja, das war durchaus interessant. Der letzte Teil jetzt auch als Überleitung zur nächsten Sendung. Da ist Illo Brandt von Ludwiger zu Gast und es wird
dabei um, ja, ich sage mal, die richtigen UFOs gehen. Wie gesagt, ich glaube schon, dass da allerlei Verbindungen bestehen, aber ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man auf keinen Fall alles mit diesen Dingen erklären kann. Aber okay, das ist also eine Diskussion, die schon lange geht und noch lange gehen wird, nehme ich an. Aber das nächste Mal ist eben Illobrand von Ludwiger zu Gast. Er ist wohl einer der Mitbegründer der Ufologie, der modernen Ufologie, wenn man so sagen möchte. Er beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit diesem Thema. Unglaublich. War schon mal zu Gast zu Burkhard Heim, wo es also um Technologien geht und um physikalische Modelle, die solche Dinge durchaus in unsere Realität ziehen könnten, aus der Science Fiction heraus, wie so oft. Und das nächste Mal ist er also zu Gast, freue mich sehr. Es wird am 7. November stattfinden, 2008. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Ja, ich schließe wieder mit einem Flexen-Song. Onkel Tucker hat sich da irgendwie beschwert, aber das ist nun mal lizenzfreie Musik und daher auch Podcast war. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 7. November. Macht es gut.